Hallo YouTube, ich bin der Flo, ich bin 32 Jahre alt und ich komme aus Nürnberg. Die letzten 2 Jahre Corona waren extrem langweilig und neben den Hobbys, die ich schon so habe, zwischen Skateboard fahren und allem möglichen Rumgeschraube, habe ich mir gedacht, ist jetzt Zeit für was Neues. Und nachdem ich mir jetzt letztes Wochenende ein Motocross-Rennen angeschaut habe in Bramberg, war relativ schnell klar, muss eigentlich fast Motocross werden, ne? Also, gesagt, getan. Ich habe beschlossen, ich mache eine kleine Videoreihe, wo ich euch zeige, wie so der Einstieg in den Motocross-Sport läuft, was der Spaß kostet, wie es läuft, Verein, Strecken, was man machen kann. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Und jetzt geht's erstmal los mit Video Nummer 1. Wir kaufen die KTM, es läuft aber erstmal nicht so wie gedacht. Also, haut rein. So Leute, keine Ahnung, ob daraus wirklich eine Videoreihe wird, aber ich bin hier jetzt gerade auf dem Weg, die KTM Freeride abzuholen. Das wären jetzt gut 3 Stunden Fahrt. Und dann werden wir demnächst das erste Mal auf die Crossstrecke checken und mal gucken, wie das so läuft. Also haut rein. So, 3 Stunden Fahrt, easy geschafft. Ich bin so gespannt, ob dieser Redneck-Motorradhalter funktionieren wird. So, erstmal ein Typen, der das Ding verkauft. So. Das Ding ist aufgeladen, aber boah, da waren so räudige Spanngurte dabei, dass ich jetzt erstmal hier beim Bauhaus abcheck, ob die hier vielleicht noch was Besseres haben. Das sind solche Teile hier des Todes, Alter. Ich hab keinen Bock, dass die Karre die Flöte macht, ey. Ansonsten scheint das zu passen, ziemlich genau. So, das Ganze hier nochmal mit den anderen Spanngurten festgemacht. Später einfach noch mal zwischendrin anhalten und schauen. Bevor ich es vergesse, abonniert auf gar keinen Fall den Kanal und lasst keine Likes da. Haut rein.